Es tut mir leid, aber ich brauche mit dem Regelvideo noch ein klein bisschen länger, darum jetzt erstmal zwischendrin etwas anderes. Ich denke, die siebte Staffel von Game of Thrones war beschissen. Okay, okay, ein Kompromiss. Die siebte Staffel von Game of Thrones war nicht so gut wie vorherige Staffeln. Können wir uns darauf einigen? Gut. Und es gibt Gründe dafür. God damn it, we want a zombie polar bear. Gründe, über die ich irgendwann mal reden sollte. Aber heute möchte ich über eine der Sachen reden, die mir in der siebten Staffel gefallen haben. Und zwar dieses Schätzchen hier. Warum mag ich den Skorpion? Nicht unbedingt, weil es eine Balliste ist, auch wenn Ballisten relativ cool sind, sondern weil es eine Anti-Drachenwaffe ist. Ich möchte einmal ganz kurz erklären, warum das für mich cool ist. Wir haben hier eine Welt, die zuletzt vor ein paar hundert Jahren Drachen gesehen hat. Und das Erste, was die Leute machen, nachdem die Drachen wiedererweckt sind, ist es, Anti-Drachenwaffen zu bauen. Und das machen die hauptsächlich, weil Drachen ein ganz klein bisschen gefährlich sein könnten. Und der Grund, warum ich das mag, ist, weil es gutes Worldbuilding ist. Es ist eine logische Sache, die daraus resultieren wird, dass fucking Drachen existieren. Ich weiß, Fantasy und Logik hängen nicht unbedingt häufig logisch zusammen. Ich gucke dich an, My Little Pony, mit deinen lebenden fucking Götter. Entschuldigung. Ich erwarte von Fantasy keinen hundertprozentigen Realismus, aber ich würde sagen, dass riesige, feuerspuckende, fliegende Echsen einen gewissen Einfluss auf die Welt haben sollten. Aber es ist relativ egal, welche Kampagne man spielt, von Pathfinder, D&D oder was auch immer man möchte. Man sagt den Spielern, da vorne ist eine Drachenhöhle und die Spieler denken sich, haha, ich habe einen +3 Kurzbogen und ein +2 Langschwert. Der Drache ist so gut wie tot. Und ich kann es den Spielern nicht mal übel nehmen, weil in so gut wie jedem Game, wo man gegen Drachen und Monster kämpft, die normalen Waffen gegen Sphere genauso effektiv sind wie gegen Banditen. Ich kann in Skyrim mit demselben Schwert, mit dem ich Banditen köpfe, relativ einfach einen Drachen killen. Ich brauche keine Spezialwaffen, keine Spezialausrüstung, gar nichts. Das ist der Punkt, wo Monster Hunter deutlich mehr Sinn macht als jedes Elder Scrolls Game ever. Du killst kleinere Monster, baust aus deren Körper neue Waffen, arbeitest dich Schritt für Schritt hoch, bis du größere und stärkere Monster killen kannst und aus denen wieder Waffen machst und so weiter. Und wenn das Game, in dem du einen Lurch tötest, um aus ihm ein riesiges Schwert zu basteln, das ich in eine Axt morphen kann, realistischer ist als deine mittelalterliche Fantasy, dann läuft irgendwas falsch. Also was solltet ihr als Spielleiter tun, um meinen Autismus zu befriedigen? Nun, das erste, was ihr machen könntet, wäre sowas wie Witcher einzubauen. Ihr wisst schon, speziell trainierte, speziell mit Zaubersteroiden vollgepumpte Typen mit Spezialwaffen, die speziell für ausgebildet sind, Viecher zu killen. Das würde Sinn machen. Aber weil wahrscheinlich die meisten Leute keinen Bock haben, abgefuckte Mutanten zu spielen, die niemand leiden mag, wären auch Spezialwaffen möglich. Und das ist nicht so weit hergeholt, wie es klingt. Beispielsweise haben wir die Helebarde nur, weil sie effektiv gegen Rüstungen ist. Das heißt, mit einer Helebarde konnte beispielsweise auch ein stinknormaler Fußsoldat einem Ritter gefährlich werden. Und etwas ähnliches wäre für Monster realistisch. Es könnte beispielsweise sowas geben wie ein Ogertöter. Ein relativ langer Speer, damit man sich vom verfickten Oger fernhalten kann, der mit Widerhaken bestückt ist. Das heißt, das Ding bleibt im Oger stecken. Ist im besten Fall noch vergiftet und der Oger verreckt nach einer Weile entweder am Blutverlust oder am Gift. Für Viecher mit relativ fetten Schuppen oder einer dicken Haut wäre so etwas wie eine schwerere, gemeinere Hellebarde möglich. Fuck, sogar die Art, wie Guts sein Busterschwert gegen Feen benutzt, macht mehr Sinn, als einfach mit einem kleinen Schwert in eine Drachenhöhle reinzurennen. Am wahrscheinlichsten wäre eine Kombination aus den beiden Sachen. Sicher, du kannst einem Bauer eine relativ lange, spitze, zackige Stange geben, aber du kannst nicht darauf vertrauen, dass er damit effektiv einen Oger töten kann. Darum wären halt Spezialeinheiten mit Spezialwaffen am wahrscheinlichsten. Und zwei Sachen, die mir da einfallen würden, wären Drachentöter und Inquisitoren. Ich sollte das vielleicht ein bisschen erklären. Inquisitoren wären spezialisiert im Kampf gegen Dämonen, Geister, Untote und all dieses unheilige, ungöttliche Zeug. Sie wären also mit Waffen aus Silber und Kalteisen ausgestattet und mit allen möglichen Materialwaffen, die halt gegen Untote, Elfen, Feen, was auch immer nützlich sein könnten. Gleichzeitig hätten sie heilige Relikte, um halt heiligen Schaden zuzufügen, Schaden zu heilen, Dämonen auszutreiben, Flüche zu lüften, solche Sachen eben. Und für größere Sachen, wie zum Beispiel komplett von Zombies zerfressene Dörfer, wären auch zum Beispiel Sachen wie Flammenwerfer oder Flammenzauber denkbar. Oder einfach ein paar Feuerbomben am Gürtel, je nachdem wie viel Ressourcen man hat. Die Drachentöter wären eine Art von Ritter. Genauer gesagt, Ritter in extrem schwerer Rüstung auf Kampfrössern mit sehr schwerer Rüstung.
die gleichzeitig Spezialwaffen gegen große Viecher, also Drachen, Oger, Riesen, Trolle, das ganze Zeug und Turmschilde führen und dafür speziell ausgebildet werden müssen, weil ich weiß nicht, ob ihr es mal probiert habt, aber einen 2,50 Meter Stab zu halten, effektiv zu führen und dabei noch ein Riesenstück Holz mit sich rumzuschleppen, ist nicht ganz so einfach. Diese Typen werden, wie der Name vermuten lässt, effektiv gegen Drachen, aber gegen so ziemlich alles, was groß und hässlich ist. Das wären zumindest Sachen, die mir einfallen würden. Ich meine, ich bin kein Experte, aber wenn mir jemand sagt, der Schornstein ist verstopft, hole ich eher einen Schornsteinfeger als einen Klempner. Und wenn jemand sagt, wir haben Geister im Keller, hole ich lieber die Ghostbusters als irgendeinen Idioten mit dem Knüppel. Ein bisschen Realismus ist nicht zu viel verlangt, oder?